künstigt sich auf das Drinnen, nicht auf das Außen, was draußen ist, zu konzentrieren, das könnte eine Herausforderung in dem Evangelium heute sein. Weil dass die klugen Frauen, die haben sich auf das, was drinnen ist, auf dieses Öl konzentriert. Das, was eigentlich, wenn wir die Lampe haben, nicht sehen. Wir sehen nur das Licht, das Effekt von dem, was drinnen ist, dem Öl. Wenn Öl nicht da ist, ja, wir sehen, dass wir kein Öl einfach machen können. Aber wir sehen eigentlich nicht direkt das Öl. Und die Frauen, die nicht klug sind, es ist keine Referenz an die genetischen, dass sie einfach nicht intelligent sind, sondern auf das, dass man einfach unseren Augenblick nicht drauf wendet, was wichtig, relevant ist, was drinnen ist, sondern auf das Äußere. Okay, ich habe eine Lampe, alles ist perfekt. Nein. Und Jesu möchte uns mit diesem Evangelium auf dieses immer wach zu sein, auf das, was in uns sich vorgeht, was in uns gibt, was, welche Emotionen in uns ablaufen, wie wir das aufnehmen, was auf uns zukommt, welche Hinweise, welche Bewegungen unseres Geistes wir verspüren, das alles zählt für dem, was drinnen ist. Aber so viel leichter ist, sich auf das Äußere zu konzentrieren. Und das, glaube ich, ist etwas, was uns Evangelium einfach diese Schwerpunkte in unserem Leben wieder richtig ordnen möchte. Dass wir eigentlich noch mehr wach sind. Vielen Dank.